Und da sind wir auch wieder. Und wie versprochen. Wir sollten sofort mit der Vernehmung des außerirdischen Objekts beginnen. Ich bin überzeugt, es ist im Sicherheitstrakt sicher verwahrt. Aber ich weiß nicht, wie lange noch. Wie versprochen, werfe ich jetzt mal einen Blick auf die Forschung. Und zwar sind wir zwar im Moment dran, das neue Jagdflugzeug zu erforschen, aber es dauert noch 11 Tage. Ich weiß auch gar nicht, ob der Progress da gesaved wird. Aber wir haben hier ein Verhör, was zur Story beiträgt, und wir haben hier noch die McTuiden-Autopsie, die auch sofort fertig wird, und ja, die Plasmapistole auch 12 Tage, das machen wir wahrscheinlich nicht, diese Folge. Aber ich würde sagen, wir tauschen die Forschung einmal und gucken, ob das irgendwie, ob das gesaved wird oder nicht. Also im Moment dauert es noch 11 Tage, wir gucken mal, wie lange es gleich noch dauert, und wir fangen an mit der McTuiden-Autopsie. Es ist uns leider nur gelungen, das Kernstück des Anzugs zu bergen, obwohl auch die Leiche des Piloten unversehrt blieb. Die Konzeption des Ganzen erscheint mir sehr interessant. Eine äußerst gelungene Mischung aus hoher Flexibilität und außergewöhnlicher Festigkeit. Ja, wir haben doch auch schon Max. Also ich weiß nicht, was sie jetzt da so super interessant findet. Projekt verbesserte Servomotoren in Gießerei oder geformte Rüstung in der Gießerei. Ja, gut. Ja, müssen wir uns mal angucken. Und dann 11 Tage. Das heißt, der Fortschritt wird sogar gesaved. Das ist sehr gut. Und wir machen jetzt storymäßig weiter mit dem Verhör des Sektoiden. Also, wie ist es gelaufen, Doktor? Besser als erwartet. Bevor die Kreatur verschwand, war ich in der Lage, einige neue Informationen zu extrahieren. Sie sagen, das Ding hat mit Ihnen gesprochen? Nicht direkt, aber wenn man Zugriff auf das Gehirn einer Kreatur hat, kann man bestimmte Muster erkennen. Aktuelle Bilder und Gedanken. Und worüber hat unser verstorbener Freund nachgedacht? Dieses Bild ist während der Prozedur mehrmals im Gehirn der Kreatur aufgetaucht. Das kennen wir doch bereits, Doktor. Das ist wohl kaum die Art von Durchbruch, die wir... Und in Ihren Gedanken gab es eine neutrale Verbindung zwischen diesem Bild und diesem. Das ist das Ding, das urplötzlich verschwunden ist, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Und lassen Sie mich raten, Sie wollen auch in seinem Hirn rumstochern? Das ist das nächste Teil des Puzzles. Und dieses Mal sollten wir es vielleicht nicht erschießen, sondern lebend fangen. Ist das so ein Außenweltler? Ja. Fang einen Außenweltler, Alien. Verdammt, dann hätten wir das eben einfach fangen können, wenn Trakaloo noch im Leben gewesen wäre. Hoppla! Strahlenwaschung. Oh mein Gott, was ist denn bitte eine Strahlenwaschung? Na gut, Strahlenwaffen Forschungscredits verdient. Ich habe auch keine Ahnung, was Forschungscredits, Strahlenwaffen, was? Nein? Ja? Vielleicht, weil wir schon alle Strahlenwaffen erforscht haben? Na gut, dann ist jetzt quasi unsere Mission... Wir sollten uns darauf konzentrieren, dieses merkwürdige Alienwesen zu finden. Das sich um den Kristall zu formen schien, als wir das erste UFO abgeschossen haben. Das ist alles, was wir im Moment haben. Dann müssen wir jetzt quasi versuchen, so einen Außenweltler zu fangen. Das können wir allerdings nur auf diesen UFO-Missionen. Das heißt, wir müssen warten, bis wir wieder eine UFO-Mission bekommen. Und ich weiß nicht, wie lange das jetzt dauert, vor allem da wir gerade erst von einer kommen. Ja, hier sehen wir es nochmal. Trakaloo ist jetzt auch gestorben. Und Lex hatte mehr Einsätze als Trakaloo. Das wundert mich ein bisschen. Ja, dafür hat Trakaloo mehr Kills, ne? Na gut. So, wie machen wir dann weiter? Haben wir... In Kriegszeiten gibt es immer einen Anführer, einen General. Jemanden, der die Befehle gibt. Das ist bei diesen Aliens nicht anders. Die Frage ist, welche Macht oder Autorität kann so eine Vielzahl an außerirdischen Spezies kontrollieren? Was lässt sie diesen Plan verfolgen?
Okay, ich wollte gerade gucken, ob wir den Pulsbogen verloren haben, aber so wie es aussieht, nicht. Und das sind jetzt unsere neuen Sachen hier. Einmal verbesserter Servomotor. Gelenke, Mektuinen, damit wir das Cyberanzüge und Schiff verbessern. Oder, quasi Rüstung für unseren Mech-Kämpfer, so wie das hier aussieht. Diese Beschreibung liefern einem zwar immer so ein bisschen Flavortext, aber so wirklich Informationen kann man da nicht rausziehen, finde ich. Gut, in einem Tag ist unser Illyrium-Kraftwerk fertig, das heißt, wir können dann auch den Aufzug bauen und können da ein bisschen weiter rumbasteln und hoffentlich gibt's keine Mission zwischendurch. Super. So, das heißt, wir beginnen sofort mit dem Aufzug. Ich wünschte, ich könnte hier schon aushöhlen und so. Ja, mit dem Satellitennexus, das ist so eine Sache. 35 Ingenieure und 250 Credits. Wir brauchen nur zwei Ingenieure. Wenn ich jetzt hier unten aushöhle und dann da irgendwie eine Werkstatt hinbaue, dann dürfte das schon reichen. Aber dann haben wir immer noch das Problem mit dem Geld. Ach Gott. Der Planet wird von Außerirdischen angegriffen und die Menschheit kümmert es immer noch, wie viel Geld eine Organisation hat, um irgendwas zu machen. Das ist doch echt nicht logisch, wenn ihr mich fragt. Ansonsten haben wir eigentlich keine großen weiteren Aktivitäten, die jetzt anstehen. Bis auf eine. Und zwar 1, 2, 3, 4, 5. Unser Gaia-Squad besteht jetzt nur noch aus 5 Leuten. Wir haben Trakaluja die letzte Mission verloren. Wir haben jetzt einen Scharfschützen, schweren Kämpfer, Mech-Kämpfer, schweren Kämpfer und noch eine Unterstützung. Das heißt, wir brauchen jetzt einen neuen Sturmsoldaten und unser bester Sturmsoldat im Moment ist Monique Laurent. Ich habe leider im Moment noch keinen neuen Lahmen für sie. Aber ich denke, sie wird jetzt unser neues Gaia-Mitglied. Gaia, keine Ahnung, Nachname. So, typisch französischer Name. Und falls sich noch jemand findet, dann kann ich ja immer noch umbenennen. Ansonsten geht's jetzt weiter. Okay, Anfrage von Argentinien. Die wollen 2 Scopes. Was bekommen wir dafür? 3 Ingenieure! Ja! 2 Scopes. Kriegen wir hin. Technikabteilung, nein, nicht Einrichtung bauen. So groß sind die Scopes auch nicht. Scopes kostet uns nur 22 Credits. Machen wir sofort. Schicken die. Vernehmungsmethoden von Dr. Wallen sind mit Sicherheit effektiv. Man sieht es ihr nicht an, aber sie ist der Albtraum jedes Aliens. Sie ist der Metzger jedes Aliens. Abschluss möglich, Blagedöns, wir kriegen 3 Ingenieure. Super. Das heißt, wir haben jetzt tatsächlich... Die neuen Techniker sind heute Morgen eingetroffen, Commander. Wir sind über jede Hilfe hier unten froh. Genug Ingenieure für den Nexus. So, dann fehlen uns nur noch 150 Credits. Zu unserem Glück. Was können wir denn alles auf dem Schwarzmarkt verkaufen? Sektoidenleichen, Ormas, Schweberleichen. Ja, 3 Mutantleichen auch noch hinterher. So, haben wir irgendwas Kaputtes? Ja. Wir haben 2 davon, die sind kaputt. Das könnt ihr haben. Das könnt ihr meinetwegen auch haben. Das könnt ihr auch haben. Wir haben 195 Credits. Das reicht. Das reicht, Leute. Ja, Mann. Das heißt, wir können hier jetzt den Satellitennexus hinbauen. Wie lange brauchst du? 21 Tage. Wollt ihr mich verarschen?
Ich war gerade so nah dran zu sagen, dass wir unsere Länder dann ja doch retten können. Aber 21 Tage Bauzeit. Unser nächster Ratsbericht ist schon in 10 Tagen. Na gut, dann verabschieden wir uns halt von Asien. Ach, Leute. Wie viel Satelliten sollte ich denn dann jetzt noch bauen? Wir haben 2 noch in Auftrag, einer ist noch da. Das heißt, 1, 2, 3. Das heißt, im Idealfall brauchen wir noch 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nun glaube ich nicht, dass wir noch 6 brauchen. Das heißt, ich gehe mal davon aus, wir brauchen noch, keine Ahnung, 3, 4 Credits? 3, 4 Credits, 3, 4 Satelliten. Können wir jetzt schon anfangen mit einem wenigstens? Haben wir noch irgendwas Kaputtes? Das sieht nicht so aus. Exol-Sturmgewehre. Braucht kein Mensch. Sucherwracks. Sollte. Leichte Maschinengewehre, Raketenwerfer. Braucht keiner. So. Wie viele Satelliten können wir jetzt noch ordern? Sieht aus nach 2. Ja, es ist schon mal ein guter Anfang. Gut, der Aufzug ist fertig in 3 Tagen. Dann haben wir wieder kein Geld, um irgendwas zu bauen. Oh Gott, Exalt-Operation. China, Sabotage durch Exalt. Sabotage durch Exalt hat unsere Bargeldreserven um 8 Credits verringert. Ganze 8 Credits, stellt euch das mal vor. Da ist ja das Taschengeld von einem 5-Jährigen größer. Die Exalt-Zelle wurde enttarnt, wird aber schon bald wieder in den Untergrund abtauchen. Das kennen wir ja. Exalt-Zelle vor Ort. Verdeckte Operation. Da schicken wir... ja, einen von unseren Sturmleuten. James Murphy, komm. Italiener, obwohl James Murphy jetzt nicht der italienischste aller Namen ist. Du kannst eigentlich die normale Pistole behalten, oder? Ich meine... Du wirst uns nicht großartig was nützen in der Mission, auf der Mission, also von da aus. Verdeckte ja. Arbeitskraft in Position, um Exor-Zelle zu sprengen in China. Wann ist es soweit? In 6 Tagen. Also noch vor dem Ratsbericht. In China. Das heißt, vielleicht kommt China durch? Vielleicht verringert sich dadurch die Panikstufe und wir können unseren einen verfügbaren über Japan hochjagen und dann haben wir alle noch drin. Plus Japan gibt uns auch nochmal 100 Credits pro Monat, das heißt, das ist auch nochmal ein Bonus. Ha, schauen wir mal. Zugangslift einsatzfähig. So, der Auszug ist fertig. Nicht genug Geld, um Sachen auszugraben. Das ist bitter, das ist wirklich bitter. Haben wir noch Sachen, die wir auf dem Schwarzmarkt verkaufen können? Illyrium will ich nicht verkaufen. Ja, diese Exalt-Gewehre hier, ich meine, die sind super nutzlos. Die sind einfach nur da, damit wir Geld bekommen. So wie ich das sehe. Sucherwracks. So, wir hauen jetzt alles mal runter auf 5. Ja, okay, das ist okay. Alien-Chirurgie. Ja, 45. Immerhin haben wir ein paar erfahrene Leute unter uns. Man braucht Mumm, um sich so einem Ding zu stellen. Okay, wir brauchen 40, um 1 auszuheben. Fangen wir damit erstmal an. So, werden wir in dieser Mission noch einen Kampfeinsatz bekommen? Commander, unsere Satelliten sind bereit und startklar. Auf Ihren Befehl kann der Einsatz erfolgen. Wir haben sogar jetzt 2 Satelliten noch. Das heißt, wir haben 3 Satelliten verfügbar. Wir warten im Grunde genommen nur noch darauf, dass der Nexus hochfährt und dann sind wir super ausgestattet, was Satelliten angeht. Oh, und wir haben eine Terrormission in Kalkutta. War die letzte Terrormission nicht auch in Indien?
Dazu sage ich jetzt mal nichts, ne? So, wir haben keine Wahl, als unser Gaia-Squad mitzunehmen. Das heißt, Vale wird wieder Squad-Leader, dann nehmen wir mit Lemming, wir nehmen mit McGeck, Alex ist auch mit dabei, Baguette ist auch mit dabei und last but not least Nerd Katana. So. Dann die übliche Bewaffnung für unseren McGeck wieder. Lemming. Die Schalenrüstung. Laser-Dingsbums. Du kriegst das Scope. Vale. Keine Rüstung. Laserscharfschützengewehr, Laserpistole. Das Scope und eine Granate. Alex Crafter. Die Rüstung. Und ja, was bekommst du? Na, du bist eigentlich okay mit 4 Granaten. Du bist wirklich jetzt unser Grenadier. Baguette kriegt die Schalenrüstung, den Streulaser, die Laserpistole, den Pulsbogen und Nerd Katana bekommt das Lasergewehr, die Laserpistole, das Medkit auf jeden Fall und die Granate, ja. Und los geht's. Gut, auf den Terrormissionen werden wir jetzt wieder auf Chrysaliden treffen. Vielleicht auf Cyberdisks, Mutons sind möglich, Mektoiden, einer vielleicht, weiß ich nicht. Ah, die Mission wird als sehr schwer angezeigt. Das Einsatzgebiet dieser Mission liegt in Indien. Die Aliens stoßen weiterhin in dicht besiedelte Gegenden vor. Wir dürfen nicht zulassen, dass es weitere zivile Opfer gibt, um eine Panik in der Gegend zu verhindern. Okay, wir geben unser Bestes. Ich bin schon froh, wenn keiner von meinen Leuten drauf geht. Ich meine mich aber erinnern zu können, dass die... Strike One ist einsatzbereit. Erwarten dass die... Verstanden, Big Sky. Trupp hat Feuerfreigabe bei Feindkontakt. Passen Sie auf, wo Sie hinschießen. Es sind Zivilisten vor Ort. Ich wiederhole, Zivilisten im Einsatzgebiet. Mein Gott. Das wissen wir auch alle schon. Ich meine mich erinnern zu können, dass die letzte Terrormission auch in Indien war. Also, die Aliens haben irgendwas gegen Indien, ich weiß auch nicht. Leave this area immediately. Sehr episch, wie er das sagt. Mhm. So, wir sehen direkt am... Okay, wir haben 2 Schweber. Wir sehen beide. So, los geht's. 59%, 59%. Ich würde sogar fast sagen, der da hinten wäre besser, wenn wir den treffen. Oh, was für ein super Anfang für eine Mission. Und die ganzen Zivilisten sind auch alle irgendwie relativ nah hier oben bei uns. Das heißt, da haben wir auch schon mal ziemlich gute Chancen, dass wir ziemlich zu Beginn der Mission sehr viele Zivilisten retten können. So, Vale kann vielleicht mit der Pistole was reißen. 90% Schaden, verursacht bis zu 3 Schaden. Okay, das waren 2 Schadenspunkte, das bringt uns, so weit, dass wir eine Granate hinwerfen können und er ist weg. Ich möchte die Zivilisten hier hinten auch noch so schnell wie es geht beschützen. Deswegen rücke ich mit Baguette jetzt erstmal dahin vor. Und
Nordkatana läuft mal hinterher. Du hast keinen Schuss wirklich auf den Gegner, der direkt da ist. Ah, okay. Wen haben wir noch? Wir haben noch Lemming. Lemming dürfte eigentlich... Oh, dieser Träger hier mitten im Sichtfeld irritiert mich irgendwie. Lemming dürfte nichts weit... Also keine weiteren Gegner sehen, wenn er da steht. Und das ist ein weiterer Zivilist gerettet. Und jetzt können wir einfach die Granate... Einfach so dahin. Das dürfte keinen Zivilisten töten. Und der Schweber dürfte tot sein. Er musste sogar aufs Auto steigen, um die Granate zu werfen. Das war die epischste Granate seines Lebens. Und... Ja, wir gehen auf Feldposten. Mit unserem letzten Move. Wir haben einen Zivilisten verloren. Das ist okay. Wir können in der nächsten Runde... Keine Ahnung, 1, 2, 3, 4. Ah, okay, er hat es nicht geschafft. Oh nein, ich habe nicht drüber nachgedacht, dass das Feuer, dass das Auto hier Flammen. Na. Feuer fängt und dann explodiert. Das war mein Fehler. Tut mir leid. Wenn wir Vale dahin schicken, das dürfte den Zivilisten da hinten retten. Oder auch nicht. Was geht mit dir, Frau? Lauf! Wir sind Aliens! So, das heißt, Nordkatana geht jetzt hier hinten in Deckung, rettet noch den Zivilisten. Hoffentlich triggert es keine Gegner. Okay, super, wir haben schon vier Zivilisten gerettet. Und... haben eigentlich noch gar nicht allzu viel gemacht. Wir haben zwei Gegner getötet, fünf Zivilisten mittlerweile gerettet. Da ist noch einer, da ist noch einer. Ah, das könnten wir... Das könnten wir hinbekommen. Allerdings will ich auch nicht allzu schnell vorlaufen. Das heißt, ich gehe jetzt erstmal mit Lemming hier hin. Lemming sieht niemanden, das heißt, wir können auch mit Alex da vorne hin. Und... McGack? Stellt sich hier hin und sieht auch keine Gegner. Das ist super. Dann geht der Rest jetzt wieder auf Feldposten. Es ist bis jetzt eigentlich eine relativ entspannte Mission. Es kann natürlich alles noch ziemlich schief gehen. Was war das denn für ein Geräusch gerade? Hier ist auch gehört. So. MacGack. Unser Kanonenfutter geht immer vor. Ist immer der Erste, auf den alle schießen. Aber es funktioniert ja bis jetzt. So, Lemming rettet den nächsten Zivilisten. Dann haben wir schon 7 Zivilisten gerettet. Hä? Oder auch nicht? Was geht mit den Leuten? Ich stehe direkt neben dir. Lauf doch einfach weg. Diese Zivilisten sind echt nicht die hellsten. Nordkatan läuft jetzt mal ganz weit vor. So, er sieht noch nichts. Das ist für uns super. Das heißt, Vale kann guten Gewissens hier in Deckung gehen und dürfte eigentlich für den Rest der Mission... Sicht auf alles haben, was sich bewegt. Und, ja, Alex läuft einfach hier hinterher. Einfach, weil hier noch die meisten Zivilisten sind. Ach so, wir haben Baguette noch stehen. Beinahe hätte ich das Baguette im Ofen vergessen. So. Jetzt gehen wir mal alle auf Feldposten und wir schauen mal, was die Aliens machen. Drei Chrysaliden. Du bist so gut wie tot, Zivilist. Oder auch nicht. Ich glaube, wir haben einen Zivilisten gerettet. Zumindest für die Runde.
Okay. Ich habe gelogen, weil sie doch nichts. So. Was ist jetzt wichtiger? Dass wir... du hattest einen... Du hattest 95% Chance, den da unten zu treffen. Allerdings 0 kritischer Treffer. Das können wir besser. Und zwar... mit MacGag. Einmal bitte da runterfeuern. So, dann haben wir immer noch den Kesserleben hier stehen. Es wundert mich ein bisschen, dass Vale ihn nicht sieht. War eigentlich eben noch so ein Zivilist? Ich meine, da unten ist einer, da ist einer. Okay, der Move hier ist jetzt auch ein bisschen gewagt. Einfach weil da unten noch ganz viele Gegner sein könnten. Und... okay, ja, 80%, ich meine... wer erwartet schon, dass jemand bei 80% trifft? Aber dann kann Baguette wenigstens... den Killer bekommen. Und ja, was machen wir jetzt mit Vale? Ich glaube, wir stellen Vale einfach dahin, weil da dürfte sie nun wirklich für den Rest der Mission freie Sicht haben. Und Alex rettet erstmal den Zivilisten hier drüben. Und dann stellt er sich dahin. Und dann haben wir noch Lemming. Lemming bleibt hier oben stehen, direkt neben MacGag und kann auf Feldposten gehen. Wir machen die Mission hier gerade irgendwie sehr aggressiv. Wir haben bis jetzt 7 gerettet und 3 verloren. Das ist, also für mich ist das ein super Schnitt. Es sind immer noch 8 Zivilisten auf der Karte. Keine Ahnung, wo die anderen Gegner sind. Wieso kann MacGag hier nicht runterspringen? Ach, alle können hier nicht runterspringen. Ich dachte, die können hier runterspringen. Na gut, dann... kleine Planänderung. Nein, keine Planänderung. MacGag geht da unten hin, rettet den nächsten Zivilisten. Es ist zwar ein Sprint, aber wir sehen sowieso keine Gegner, also von daher... ja. Nerd Katana geht hier in volle Deckung, rettet den nächsten Zivilisten. Und dann haben wir schon 9 Zivilisten gerettet. Das heißt, die Hälfte der Mission haben wir schon. Panik dürfte sich dann automatisch reduzieren. Dadurch, dass wir 9 Zivilisten gerettet haben. Alex kann da unten. Was ist das? Ein Auto? Ein umgestürztes Auto hinter dem Auto da in Deckung gehen. Wen haben wir noch? Wir haben noch Lemming. Lemming möchte ich ganz gerne auch irgendwo in Deckung sehen. Auf dem umgekippten Auto. Und dann haben wir noch Baguette. So, der Rest geht wieder auf Feldposten. Vale kann auch auf Feldposten gehen. So, und wenn sich jetzt irgendein Gegner zeigt, dann dürfte Vale zweimal schießen und Gegner tot und Bargedöns und die Zivilisten retten wir auch. Und okay, diese Schreie und das Getrampel da, es hört sich sehr nach Chrysaliden an wieder. Wie kommen wir da hoch? Wir kommen nur über diese Rampe da hoch. Und über diese Rampe, aber da habe ich jetzt nicht gesehen. MacGag kann nachladen. So, Baguette. Ah, das ist keine Deckung hier, aber... 11 Zivilisten schon gerettet. Mein Gott, ich bin
super zufrieden mit der Mission. Das sage ich in letzter Zeit irgendwie öfter und dann kommt diese eine Mission, wo ganz viele Leute wieder sterben. Nerd-Katana auch wieder mit vor. Wen haben wir jetzt noch da stehen? Lemming kann den 12. Zivilisten für die Mission retten. Und geht dann auch wieder in Deckung. So, was machen wir mit dir? Du kannst eigentlich auch in Deckung gehen. Der Rest Feldposten. Naja, wir haben Alex noch nicht bewegt. Du bewegst dich auch mal nach vorne. Und auch Feldposten. So, dann haben wir jetzt nur noch 3 Zivilisten auf der Map. Und die sind wahrscheinlich hier oben. Ja, hier oben stehen sogar 2 direkt nebeneinander. Den dritten können wir, glaube ich, noch nicht sehen. Affirmative, Commander. Wir sehen auch gar keine Aliens schon wieder. Wir können jetzt einfach hier mitten reingehen und die beiden Zivilisten retten. Ja, aber es ist mir ein bisschen zu riskant. Also da möchte ich dann noch lieber ein bisschen mehr auf Sicherheit spielen. Und zum jetzigen Zeitpunkt, ich meine, wir haben 12 Zivilisten gerettet. Das ist überdurchschnittlich gut, würde ich sagen, für so eine Terrormission. Und ich wollte jetzt nicht riskieren, dass einer meiner Soldaten jetzt noch irgendwie super doppelt gekrittet wird und Wombo-Combo und dann... Ihr wisst schon, was ich meine. Das muss jetzt nicht sein. Deswegen spielen wir das sicher, selbst wenn die 3 noch getötet werden. So brutal, wie sich das jetzt anhören mag, ist mir egal. Weil wir haben die Mission quasi schon geschafft. Wir müssen nur noch ein paar Aliens töten. Okay, einer von beiden ist tot. Das heißt, wir wissen, dass, wenn wir dahin gehen, wir Aliens sehen werden. Ja. Trotzdem machen wir es. Oder trotzdem. Deswegen. Ich habe jetzt nicht damit gerechnet, dass wir gleich 5 Chrysaliden sehen. Gut, das ist jetzt ein bisschen Overkill. Vielleicht positionieren die sich irgendwie so zusammen, dass, wow, wie kannst du da daneben schießen? Vielleicht positionieren sie sich so, dass wir eine Granate oder Rakete reinschießen können. Schauen wir erstmal, was Vale macht. Vale kann 2-mal schießen. So, ja. Einmal 6 Schaden. Und dann nimmst du den garantierten Kill auf den da unten. Kill confirmed. Da waren es nur noch 4. So, kinetischer Schlag. Macht 12 Schaden. Die haben 8 Lebensenergie. Das heißt, wir hauen den hier jetzt einfach mal super beiseite. Wer ist jetzt am Zug? Jetzt kommt Lemming vorbei. Haut dem Chrysaliden hier voll einer in die Seite. Na, ah, das waren nur 5 Schadenspunkte. Verdammt. Baguette geht dahin und macht den kaputt. Boah, 6 Schaden. Oh oh. Ich glaube, oh oh ist das richtige Wort hierfür. Ich will den hier töten und der kann dann da bleiben, wo er ist. So, hoffentlich kriegen wir jetzt noch den einen hier weg. Gucken wir mal, was hast du für eine Trefferchance? 90%?
Oder wir könnten die Granate dahin hauen. Und das gibt auf jeden Fall den Kill. Wunderbar. So. Jetzt stellt sich mir eine Frage. Können wir Chrysaliden verhören? Anscheinend nicht. Wir können ihn zumindest nicht gefangen nehmen. Wem geben wir dann den Kill? Ich glaube sogar, dass Nerdkatana den Kill bekommt. Um ihn einfach so schnell wie möglich weiter aufzuleveln. Ja, 14 von 18 Zivilisten gerettet. Keinen Soldaten verloren. Lief eigentlich ganz gut. Drei Beförderungen, Alex Crafter. Überlebenswille. Was ist denn Überlebenswille? Und ich hoffe, dass jeder meiner Soldaten irgendeinen Überlebenswillen hat. Reduziert allen erlittenen normalen Schaden um 2, wenn die Einheit in Deckung ist und nicht von der Flanke angegriffen wird. Das ist ziemlich nützlich. Ist jetzt kein aktiver Skill, aber es ist ziemlich nützlich. So, Baguette hat Konditionierung bekommen, bietet zusätzliche Gesundheit, abhängig von der angelegten Rüstung. Je schwerer die Rüstung, desto größer der Bonus. Das heißt, wir sollten Baguette so schwere Rüstung wie nur möglich geben. Und dann haben wir noch Nerd-Katana Bishop und Wiederbelebung oder Deckungsfeuer. Was hatten wir da das letzte Mal ausgewählt? Minikits können kritisch verwundete Soldaten mit 33% ihrer maximalen Gesundheit wiederbeleben, statt sie nur zu stabilisieren. Oder Deckungsfeuer schießt eine Salve ab, die das Ziel niederhält und einen Reflexschuss ermöglicht. Ich glaube, wir hatten Deckungsfeuer, auch wenn wir das nicht wirklich oft benutzt haben. Ja, haben erstaunlich wenige Sachen bekommen diesmal. Panik in Indien hat sich um 3 abgeschwächt und die Panik hat sich in ganz Asien gelegt. Leute, wir haben den Jackpot. Also, ja, die Panik ist nicht gelegt, aber wir haben für diesen Monat echt den Jetpack erreicht. Mein Gott. Ah, in 5 Tagen ist der Ratsbericht. Ich glaube, so viel kann uns jetzt nicht mehr passieren. Ich behalte trotzdem noch die Satelliten da und werde dann wahrscheinlich einen Tag vor Ratsbericht da die hochschicken. Aber die Mission hat uns jetzt echt die Kampagne gerettet und ich freue mich, wenn ihr auch das nächste Mal wieder dabei seid und bis dahin, ciao!